neues Lied jetzt mit dem Titel Sauberkeit ist wichtig. Ist auf der neuen Platte drauf und eher an die 15-Jährigen unter euch gerichtet. Ihr kennt doch die Werbung, wo der coole Typ mit dem halbnackten Oberkörper in das heiße Büro reinkommt mit der Cola-Kiste auf dem Buckel, aus dem Aufzug raus, stellt die Cola-Kiste auf den Tisch, reißt die Flasche raus, sauft sie in einem Zug leer, er läuft in die Brühe zusammen mit seinem Schweiß, die Brusthaare herunter, die Achselhaare her. Wenn das 15-Jährige sieht, dann noch diese Frauen, die dann so komisch gucken in dem heißen Büro, das 15-Jährige sieht, nur ein Gedanke, ich verstehe es jetzt, ich habe es kapiert. Schweiß ist geil, oder? Schweiß macht geil. Schweiß macht geil. Er probiert es halt aus, dann geht er einfach mal nächsten Mittwoch nach dem Fußballtraining einfach mal nicht mit zum Duschen. Am Freitag geht er extra joggen, schwitzt wie Sau und wäscht sich wieder nicht, weil am Samstag ist Party im katholischen Gemeindehaus. Er läuft rein mit seinem Muskelshirt und er weiß es noch nicht, dass alter Schweiß stinkt. Alter Schweiß, ja, der Beste. Ja, wenn du gerade vom Alter Schweiß in die Poren und in den Wechseljahr kommt, wie ich, muss es mal kurz erwähnen, dann musst du schwitzen wie Sau und danach hast du wieder. Moinfass, der hat Parfüm unter seinen Achseln. Nein, ich will vom Altersschweiß sprechen. Nicht Altersschweiß, es geht um alten Schweiß. Es geht nicht um deine persönliche erotische Note oder der Achsel. Nein, es geht um alten Schweiß. Ich kann ja. Kinder, Leute, die haben 40 Jahre alte Pickel, wo man ist ja immer noch mal gesagt, seit Muttermal. Ich kenne viele, auch unter euch. Echt, echt. Pickelfetischist. Wenn man eine Frau noch am Lied schon zu ihrer Freundin sagt, ihr seid es ganz schlecht war bei dem Song. Sie hätte immer an ihren Mann denken müssen. Sauberkeit ist wichtig! Morgen fleckt die Ziel, obwohl es gar nicht fliegt, der Franz hat.
Busikow macht es jetzt schon einmündig. Ich bin schon weiter. Nein, wir machen die Unterhosenwechslung jetzt schon einwöchentlich. Nicht wie üblich alle zwei Wochen, so wie ihr es gewohnt seid. Aber ich wollte nur sagen, es geht auch einwöchentlich. Man kann ich bin schon weiter, viel weiter. Ich mache schon zweimal monatlich. Also es geht auch.